Hallo, grüß dich, Serge. Stell doch dein Unternehmen in ein, zwei Sätzen doch bitte kurz vor. Hi, Johannes, grüß dich. Ich stelle dir mal kurz mein Unternehmen vor. Mein Unternehmen heißt Edic 3D. Wir sind 3D-Druckdienstleister seit knapp einem Jahr ungefähr oder eineinhalb. Ich persönlich komme ursprünglich aus dem E-Commerce und wollte, beziehungsweise mein technischer Hintergrund ist Elektrotechniker und die Faszination für 3D-Drucker war schon immer da, also seit die populär geworden sind oder erschwinglich. Und irgendwann mal hatte ich halt die Idee oder es hat sich so ergeben, dass wir E-Commerce mit 3D-Druck verbunden haben und auf Plattformen wie Amazon verkaufen. Wie bist du denn damals auf uns gekommen und wie haben wir uns denn damals kennengelernt? Genau, also kennengelernt haben wir uns erst bei dem kostenlosen Erstgespräch. Auf euch gestoßen bin ich über den Spotify Podcast. Da habe ich mir etliche Folgen angehört und irgendwann mal auch das Buch geholt, das ich wirklich absolut empfehlen kann, weil da ist so viel Power drin. Eigentlich das ganze Basiswissen zum Thema 3D-Druck in einem kleinen Büchlein versteckt. Also genial, auch super erklärt. Fand ich super, ja. Und ja, dann ist das Unternehmen ein bisschen gewachsen. Wir wollten weiter in den 3D-Druck rein und haben uns dann auch für das Coaching entschieden. Welche Bedenken hattest du denn am Anfang, bevor wir dann gemeinsam zusammengearbeitet haben? Genau, also ich hatte ein paar Bedenken am Anfang bezüglich, ob es mir wirklich was bringt, ob es genau das ist, was wir brauchen. Im Nachhinein kann ich sagen, ja, war es. Es hat uns auf ein ganz anderes Level gehoben, auch vom Mindset her. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und wie war damals deine Ausgangssituation, bevor wir dann gemeinsam gestartet sind? Genau. Also ich habe langsam aufgehört mit dem E-Commerce, also sprich mit Onlinehandel von Waren. Und wir wollten in den 3D-Druck, hatten aber noch nicht die Umsätze. Und ich habe mir auch sehr schwer getan, da irgendwie was voranzutreiben. Und dann bin ich auf euch gestoßen. Also deswegen habe ich mir damals auch den Podcast angehört und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und dann haben wir das Coaching geholt. Was hat dann in der Zusammenarbeit jetzt dir ganz konkret am meisten geholfen? Ah, Thema Mindset, definitiv. Oder am meisten geholfen hat mir das Thema Mindset. Eine komplett andere Denkweise und natürlich die Vertriebsstrategien. Ja, die sind auch sehr ausführlich erklärt. Was hat sich denn durch die Beratung bei dir jetzt noch persönlich verändert? Also am meisten hat sich durch die Beratung bei uns das Mindset von dem ganzen Unternehmen, beziehungsweise auch natürlich der Umsatz selber. Ja, also wir haben, ich glaube, seit August oder Juli 2022, genau, Umsätze im fünfstelligen Bereich. Davor waren die ganz anders. Ja, also das hat uns definitiv vorangebracht. Dann hat es sich ganz sicher für euch gelohnt. Und welche Erfolge konnten wir denn jetzt gemeinsam in der Zusammenarbeit feiern? Also die größten Erfolge konnten wir natürlich direkt am Umsatz sehen und ansonsten von der kompletten Einstellung dem ganzen Geschäft gegenüber. Ja, denken auf einem ganz anderen Level, viel größer, viel Business-liker, sage ich mal. Ja, nicht mehr an kleine, klein, ein, eine kleine, also an kleinen Kunden denken, sondern wirklich mal an die Unternehmen rangehen. Genau. Würdest du uns denn weiterempfehlen, Sergej? Also ich würde euch definitiv weiterempfehlen. Das ist ein Muss für jeden, der sich im 3D-Druckgeschäft irgendwie, der da irgendwie Fuß fassen will. Ja.